Der Streit zwischen Barcelona und Lionel Messi spitzt sich merklich zu. Wie der spanische Radiosender RC1 berichtet, die sehr nah dran sind an Barcelona, soll Messi streiken. Ja, man kann es kaum glauben, Messi, der Vorzeigeprofi, soll streiken. Das zumindest, wie gesagt, berichtet RC1. Ob es heute wirklich dazu kommt, werde ich sehen und notfalls dann auch korrigieren. Aber wie gesagt, die Berichte sind, dass Messi über seinen Vater, der auch gleichzeitig sein Berater ist, Barca ausrichten hat lassen: Ich komme nicht zum Corona-Test, ja. Und wenn er den Corona-Test heute nicht macht, dann darf er auch nicht beim Training teilnehmen. Dementsprechend ist das ein Streik. Wenn er nicht kommt, wenn er zu den Pflichtterminen nicht erscheint, dann ist es nichts anderes als ein Streik. Und das haben schon andere Profis erfolgreich mehr oder weniger absolviert. An Dembélé erinnern wir uns, Aubameyang, da hatte Dortmund so seine Probleme mit diesen Streikprofis, also Barcelona auch. Sie haben schon mal ausgenutzt mit Dembélé, der so sich bei Dortmund wegstreiken wollte, das auch so halb geschafft hat. Und jetzt könnte sie selber mal erwischen, ausgerechnet Lionel Messi, ja, wenn das denn wahr ist. Ich konnte es mir eigentlich nicht vorstellen. Wir haben gestern im Talkstream und ich haben gestern darüber geredet und haben wir beide gesagt, wir können uns das bei Messi eigentlich nicht vorstellen, weil er eigentlich so ein Vorzeigeprofi immer war und ist mit Barca schon so lange, dass er dann da wirklich streikt. Ich glaube, Neymar hat da auch mal so eine ähnliche Aktion gebracht. Finde ich eigentlich nie cool, also wenn jemand das macht. Man kann mit dem Verein reden und sagen, hey, ich möchte nicht mehr bleiben, ich will gerne gehen für die und die Kondition. Aber so zu streiken, finde ich nicht in Ordnung. Gerade wenn du so ein 100-Millionen-Gehalt hast wie Messi, dann einfach zu sagen, ich komme jetzt nicht. Weiß ich nicht. Also wenn es wirklich dazu kommt, vielleicht erscheint er ja auch trotzdem heute und die Medienberichte waren falsch, wie gesagt, dann werde ich sie definitiv korrigieren. Aber das ist erstmal das, was wir jetzt aktuell vorliegen haben. Wie beurteilt ihr das Verhalten von Messi und glaubt ihr, dass damit der Druck auf Barca wächst? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr Messi bei sich behalten wollt, der auch noch streicht für das Geld. Und dann, ich glaube, vielleicht schafft er das, was er eigentlich damit will, ist, dass Barca sagt, okay, wir haben keinen Bock auf Probleme, Messi, du darfst gehen, für die und die Summe, wir können uns irgendwie einigen. Ciao, wir bauen unsere Mannschaft neu auf. Ich glaube, das ist wirklich, was Messi will. Ich glaube, er will wirklich nichts anderes als einfach gehen. Er will einfach die Freiheit haben und er fühlt sich von Barca wahrscheinlich dieser Freiheit beraubt über diese Klausel. Wahrscheinlich wird er sagen, ich streike gar nicht, weil wegen dieser Klausel darf ich ja sowieso gehen. Das müssten am Ende wahrscheinlich sogar die Juristen klären vor Gericht. Was seid ihr, Freunde? Eure Meinung in die Kommentare. Klickt in die Mitte. Bitte schaut euch das wirklich mal an. Wir haben gestern einen langen Talk gemacht. Über auch Messi und Ronaldo, vielleicht zusammen in einem Team. Super spannend, der emotionale Fußballtalk mit Jimmy geworden. Bitte mal in die Mitte klicken, gönnt euch den, wir sind später wieder und denkt, rettet den mal richtig flach.